Ja, moin und herzlich willkommen zu unseren BrightSign-Erklärvideos. Heute wollen wir uns mal mit dem Thema BSN Cloud beschäftigen. Das ist ein cloudbasierter Service, der verschiedene Möglichkeiten bietet, die Player über das Internet zu managen. Und das Ganze möchte ich heute von einem Gast erklären lassen, nämlich Marc Schiedl, seines Zeichens Sales Manager für die Dachregion. Bevor Marc uns einige Worte zur Control Cloud erzählt und uns auch eine Live-Demo präsentieren wird, möchte ich kurz noch einige Worte zu BSN Cloud verlieren. Die BSN Cloud ist ein Online-Dienst direkt von BrightSign, der verschiedene Möglichkeiten bietet, die Player über das Internet zu managen. Und das Tolle ist, die Control Cloud ist kostenlos und jeder Player ab der Softwareversion 8 oder beziehungsweise auch ab der Serie 3 ist kompatibel und kann problemlos genutzt werden. Die BSN Cloud besteht aus zwei Elementen. Das ist einmal die Control Cloud und die Content Cloud. Die Control Cloud ist, wie gesagt, kostenlos, kann mit jedem Player genutzt werden. Und die Content Cloud ist ein Lizenzservice, der jährlich dazu gebucht werden kann und ein komplettes CMS-System bietet. Um dieses CMS-System nutzen zu können, können Sie entweder den Bright Outdoor Connected verwenden. Das ist die Installationsversion, die sowohl für Windows als auch für Mac verfügbar ist. Oder man kann das Ganze auch direkt im Browser, vorzugsweise im Chrome-Browser, online verwenden. Darüber hinaus kann die BSN Cloud auch mit einer ganzen Reihe unterschiedlichster CMS-Systeme kombiniert werden. Dazu gehört zum Beispiel Triple Play oder auch das deutsche Produkt Connect Signage. Genau, das sind aller Kürze die Key Facts zur BSN Cloud. Und dann würde ich jetzt an Marc übergeben, der uns eine Live-Demo der Control Cloud präsentieren möchte. Okay, ich teile meinen Bildschirm, um Ihnen live die Vorzüge der BrightSign Control Cloud zeigen zu können. Wir sehen hier direkt in meinem Browser jetzt quasi den Login zu der bsn.cloud. Und hier sehe ich schon in grün und rot meine verschiedenen Player, ob die online sind oder nicht. Ich kann mir jetzt quasi für alle Player einen Live-Start hier anzeigen lassen, ob die Player online sind, wie die Player heißen, was für eine Seriennummer sie haben, was es für ein Player ist und was für Player-Einstellungen sie haben. Das heißt, wenn ich mir jetzt hier einen Player aussuche, sehen Sie sofort die Einstellungen auf der rechten Seite, den Namen, die Player-Seriennummer, was es für ein Player ist und was für ein Setup der Player besitzt. Genauso zum Beispiel, in welcher Zeitzone er sitzt, welche Firmware-Version der Player aktuell hat und viele weitere Daten. Hier könnte ich jetzt direkt auch Einfluss nehmen auf die Player, um ihnen eine neue Netzwerkkonfiguration zum Beispiel zu geben. Ich kann aber sogar hier auch den Standort des Players mir anzeigen lassen. Ich habe jetzt hier eine Übersicht aller Player, eben die, die nicht funktionieren, wo es vielleicht ein Problem gibt und denen, die online sind. Und kann hiermit jederzeit kostenlos quasi meine komplette Playerflotte überprüfen, schauen, dass die Player bei meinen Kunden alle sauber laufen und was die alles spielen. Und in einem Supportfall kann ich jetzt direkt auf die Player zugreifen, erhalte nochmal alle Informationen, die wichtig sind für mich, für die Player, kann aber jetzt auch sofort eingreifen. Das heißt, im Bedarfsfall, wenn der Kunde sagt, der Player spielt nicht sauber oder zeigt nichts an, kann ich zum Beispiel den Player sofort rebooten sogar mit einem Crash Report, um zu sehen, wo das Problem dann auch liegt, beziehungsweise den Player sogar komplett resetten oder auch reprovisionen. Das heißt, ich kann ihm sein Setup-File nochmal neu aufspielen, damit er seine Einstellungen nochmal neu installiert. Des Weiteren habe ich einen SD-Karten-Health-Stati, das heißt, ich kann schauen, wie groß die SD-Karte ist, wie viel Megabyte schon in Benutzung sind. Ich könnte auch schauen, was auf dem Player alles
hinterlegt ist. Genauso kann ich verschiedene Netzwerke und andere Diagnosen fahren, um zu schauen, wo das Problem mit meinem Player liegt. Genauso kann ich, wenn diese Funktion aktiviert ist, sofort mir einen Snapshot machen lassen von dem, was der Player aktuell gerade anzeigt, so dass ich quasi live sehe, was auf dem Player läuft, ob die richtigen Inhalte laufen und ja, ob das zur Zufriedenheit des Kundens alles funktioniert. Das heißt, mit dem kostenlosen Brightsign Cloud Service, Control Cloud Service, habe ich eben die Möglichkeit, die komplette Playerflotte meines Kundens zu überwachen, zu überprüfen und im Bedarfsfall auch einzugreifen und das Ganze wiederherzustellen. Des Weiteren kann ich alle Player, die ich neu installiere, bei mir oder bei meinem Kunden, auch über diese Control Cloud quasi provisionen. Das heißt, ich erstelle mir meinen Setup-File mit dem Player-Name, den Gegebenheiten, Einstellungen, Netzwerkinformationen. Und wenn ich den Player jetzt das erste Mal ans Netzwerk anschließe, meldet er sich quasi automatisiert an diese Control Cloud. Wenn ich den der richtigen Gruppe zuweise, erholt er sich die Informationen, installiert sich quasi selber und ist ab da in dieser Gruppe verfügbar und ich kann ihn mit Inhalten versorgen. Das war der Schnellüberblick über die Brightsign Control Cloud. Wie gesagt, die Control Cloud bietet die Basisfunktionalitäten, um die Playerflotte zu überwachen und im Bedarfsfall einzugreifen. Die Content Cloud ist die optionale Erweiterung, wo Sie auch dann aus der Cloud Inhalte, Player gruppieren können, Inhalte erstellen und Inhalte dann über die Player verteilen können. Das ist ein optionaler Service. Sie können natürlich wie gewohnt die, den kostenlosen Bright Auto mit Ihren Gegebenheiten nutzen und parallel dazu die kostenlose Brightsign Control Cloud dazu benutzen. Ja, klasse. Vielen Dank, Marc. Jetzt hatte ich in der Liste gesehen, da ist ja auch noch ein Player, der in Hamburg positioniert ist. Das haben wir natürlich vorbereitet, aber vielleicht kannst du da ja nochmal drauf gehen und einen Snapshot zeigen. Das wäre ja mal interessant für dich zu sehen aus Süddeutschland, was auf dem Player in Hamburg läuft. Genau. Ich habe hier deinen Player. Der ist hier natürlich benannt, der hat eine Seriennummer, der wurde von dir oder von mir, beziehungsweise als Mario von Kern und Stelli benannt. Ich sehe, dass es ein XD1034-Modell ist und ich kann jetzt direkt auf den Player zugreifen, mir die Informationen wiederholen, beziehungsweise auch live mir ansehen, was denn auf deinem Player jetzt gerade läuft. Und ob das die richtige Information ist, die in meinem Projekt, die ich so aufspielen wollte. Ah ja, klasse. Und das entspricht auch tatsächlich dem, was hier läuft. Ja, großartig. Viel mehr gibt es dazu auch nicht zu sagen. Eine sehr einfache, komfortable Methode, eine beliebige Anzahl von Playern, die weltweit verteilt sein können, zu managen und den Status zu überprüfen. Und von daher kann ich jedem nur empfehlen, legen Sie sich einen kostenlosen Account auf BSN Cloud an und nutzen Sie die Funktionalität dieses tollen Services. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Und vor allem auch dir, Marc, vielen Dank. Gerne. Tschüss. Tschüss.